zu hatten. Er ist definitiv da. Mach die Tür nicht auf. Kannst losgehen? Auf jeden. Harold! Harold! Hey, Alter, ich will mit dir reden. Mach die Tür auf. Ich höre was da drin. Harold! Gut, die Waffen raus. Letzte Chance, Harold! Ich bin nur rübergegangen, weil ich mit diesem Weibsbild verabredet war. Und da taucht plötzlich diese Lady auf und verpasst mir eins mit einem Glätter, Alter. Ihre Tochter sagt, du hast sie geschubst. Aber die dumme Sau hat einfach versucht abzuhauen. Hast du sie geschubst oder nicht? Erst nach dem Glätter. Was ist los, Tommy? Wow, 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 ich hab den Hauptgewinn. Der Commissioner steigt aus seinem SUV. Ist das hier ein Mordfall? Nein, da hat man sie falsch informiert. Willst du mich verarschen? Das ist kein Mordfall? Nein. Nein, Sir. Nein, Sir. Wieso bluten Sie? Ich hab schon den Officers erklärt, Sir. Diese Frau ist verrückt und sie hat mich mit einem verfickten Glätter geschlagen. Was soll denn das sein? Ein Glätter? Ich meine so einen verdammten Glätter. So mit dem man seine Klamotten glatt kriegt. Bügeleisen. Bügeleisen? Du meinst ein Bügeleisen? Das nennt man Bügeleisen. Ja, Sir, ein Glätter. Halt die Klappe. Commissioner, sollte ich nicht längst Captain sein oder Deputy Superintendent? Ich müsste längst Ihren Job haben. Ich ertrag die Scheiße hier nicht mehr. Ist alles nur Ihre Schuld. Wissen Sie, mein verfluchtes Knie bringt mich um. Einfach, er sind in die Zähne ausgetreten. Wie kann man sich beim Zähne austreten das Knie verdrehen? Ich hab zu hart getreten, ich hab's überdehnt. Ich dachte, er wäre suspendiert worden. Hey, ich kann euch hören, ihr Dumpfbacken. Ah, Entschuldigung, so hab ich's gehört. Was hast du gehört? Sie wären suspendiert worden. Sehe ich suspendiert aus? Nein, Sir. Er sieht nicht suspendiert aus. Würde ich hier sein und euch Grützköpfe anglotzen, wenn ich suspendiert wäre? Nein, würde ich nicht. Das Leben ist ein abgekartetes Scheißspiel und deshalb, ihr zwei, zieht euch warm an. Harold, du bist verhaftet. Hat ausnahmsweise mal recht. Gehen Sie nach Hause. Packen Sie sich Eis aufs Knie, ruhen Sie sich aus. In 5 Stunden geht's los. Besoffene beim Marathon auflesen, Boss, bitte. Ich will nicht schon wieder das Clownskostüm anziehen. Das ist das letzte Mal, Tommy. Einfach hübsch die Runden drehen, lächeln, danach ist alles vergeben und vergessen. Ja. Nur noch einen Tag. Das Wetter soll gut werden, schöne Mädchen, frische Luft. Wird wie ein großes Picknick und Picknick mag doch jeder. Hey, Baby. Hi. Wie war die Arbeit? Hier, das hat mir heute so ein reizender alter Herr geschenkt. Mr. Flanagan. Seine Frau war vor ein paar Monaten auf meiner Station. Endstadium. Wir sollten nur dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlt. Ich denke, sie hat ihm kurz vor ihrem Tod gesagt, dass er es mir geben soll. Ich habe sie kaum gekannt, aber er war so süß und so traurig und ich habe ihn einfach nur in den Arm genommen und ganz fest gedrückt. Siehst du, wie hübsch das ist? Ist es nicht wunderschön? Und du hast extra für mich gekocht? Wie kommst du mit deiner Dissertation voran? Ach, 2 Absätze, beide gelöscht. Und, oh, aber ich habe ein paar coole Wohnungen in San Francisco rausgesucht. Ja? Ja, du freust dich ja richtig. Ich freue mich fast noch mehr, dass wir uns morgen den ganzen Tag freinehmen. Und ich fürchte, nachdem wir mein Pizzameisterwerk verspeist haben, müssen wir eine Runde joggen gehen. Was, morgen? Nein, Schatz, es gibt 3 Dinge, die man am Patriots Day machen kann. Erstens beim Marathon zuschauen, zweitens beim Mitlaufen oder zum Fenway Stadium gehen und die Red Sox anfeuern. Die Red Sox anfeuern. Sox. Sox. Red Sox. Red Sox. Red Sox. Perfekt. Ich glaube, du willst nur den ganzen Tag mit mir im Bett bleiben. Willst du wissen, was ich glaube? Mhm. Ich glaube, Mrs. Flanagan wollte, dass du es bekommst, weil sie wusste, dass du ihn in den Arm nimmst, wenn es dir gibt. Du bist ein sehr lieber Mann. Ich weiß. Cheers. Auf die Red Sox. Ja, Sox. Sox.
besser als vorher. Ja. Keine Chance. Ich finde, das sieht schon sehr rund aus. Hey, Lee. Oh, hey, so. Was geht da? Wow. Füttert ihr das Ding? Wie es aussieht, das ist schneller als ein Streifenwagen. Sie ist definitiv schneller. Darf ich mal anfassen? Nein. Also, was ist mit dem Zack-Cowboy-Konzert? Zack Brown-Band, ja. Ja. Ja, ich krieg 10 Tickets. Brown. Hey, das wird eine richtig gute kulturelle Erfahrung, okay? Ihr könnt da echt mehr lernen als hier am MIT oder Harvard oder einer anderen Uni. Ich brauch von allen die Kopfgröße, weil ich Münzen bekomme. Alles klar. Cool. Danke. Also, bis dann. Okay. Ach, übrigens. Freitag heißt für mich Hähnchen frittiert, ein kaltes Bier freundlich serviert. Ja, für mich auch. Und meine Jeans etwas zu tief platziert. Ist notiert. Denkst du, dass du ganz sicher mitkommst? Ja, ja. Ich werde da sein. Ja. Ja. Entschuldige, ich muss nur die Sachen für morgen rausholen. Oh mein Gott, verpiss dich aus meinem Zimmer. Aber das ist unser Zimmer. Ich kann inzwischen deinen Alkoholpegel daran ablesen, wie lange es dauert, bis du die Haustür aufhast. Es ist extrem vorhersehbar. Ich hatte bloß 2 Drinks, okay? Rein medizinisch und ich muss zum Dienst antreten. In genau 4 Stunden und 24 Minuten. Tut mir leid, okay? Bitte, komm schon, geh jetzt. Wir sehen uns morgen früh. Willst du noch kuscheln? Nein, ich will, dass du jetzt gehst, Tommy. Ich liebe dich. Geh schon, du wächst mich durch. Tut mir leid. Okay. Okay, sei einfach gut. Mach jetzt weiter. Die Form ist trocken und ich habe die Batterien in deinem Funkgerät ausgewechselt. Hab dich ja schon lange nicht mehr in Uniform gesehen. Ja, das war Absicht.
Na komm, zeig dich mal. Sei bloß ruhig. Tönt mich echt an. Ernsthaft? Erst musst du zum Friseur. Steht ganz oben auf meiner Liste. Gott, ich hasse es, das Ding anzuziehen. Sehe ich aus wie ein Clown? Wieso lachst du? Mich gar nicht. Ich sehe aus wie ein Clown. Ist deine Schau, okay. Solltest du immer tragen. Im Grunde bin ich ein Schülerlotse, okay? Und die schicken mich zum Marathon ans Ziel, wo die wichtigsten VIPs der Stadt sind. Und alle werden sich tierisch über mich amüsieren. Hast du meine Pfeife und mein Stoppschild? Komm her, gib mir einen Kuss. Ich liebe dich. Ich dich auch. Also, bis nachher. Alles klar. Bis heute Abend. Und keine Kollegen treten. Ich werde es versuchen. Die stehen da nicht drauf. Schätzchen, du hast mich gestern noch gesehen, oder? Also, bilde ich mir das nur ein oder sehe ich wirklich jeden Tag immer besser aus? Komm her, dann zeige ich dir, wie gut du aussiehst. Ich wünschte, ich hätte Zeit dafür. Ich liebe dich. Was willst du, ein Muffin oder ein Bagel? Oh, bring mir ein Muffin, bitte. Ja, Süße. Liebe dich. Liebe dich. Morgen, Sergeant Jeff. Wie ist Ihr Tag heute? Heute ist Muffin-Tag, Schätzchen. Wir haben Blaubeere. Ah, Sie sind eng. Ich gebe mir alle Mühe, nur für Sie. Wie geht das Studium voran? Lassen die Jungs Sie in Ruhe, lassen Sie sie lernen? Oh ja, Sie haben auch gar keine Wahl. Für die Kaffeekasse. Haben Sie einen schönen Tag. Sie auch. Mehr bauen. Einfach immer hübsch lächeln vor den ganzen VIPs, damit die alle in Erinnerung behalten, was für ein toller Kerl dieser Tommy Saunders ist. Schon verstanden? Ich will nur nicht ganz kurz sprechen. Weißt du nicht, wie schön es ist, einfach nur Danke zu sagen? Und ich sag gern geschehen. Ha? Ist nur ein kleiner Deal, damit du deinen Job wieder kriegst. Kein Wort mehr. Ich muss zum Start, alles klar? Welche Zeit willst du laufen? Unter drei, hoffe ich. Das schaffst du nie. Viel Glück. Was lotzt denn hier so? Die überbezahlteste Politesse der Welt. Wow. Räumt ihr mal die Straßen sperren? Ich muss zum Start. Hey, dumm genau. Steht da nicht rum. Ihr sollt die Straßen sperren wegräumen, nicht ich. Kara, du musst mir einen Gefallen tun. Mein Knie ist stärker angeschwollen. Könntest du mir bitte die größere Kniestütze vorbeibringen? Ich bin im Zielbereich. Da findest du mich bestimmt. Danke, Baby. Ja, aber was ist mit... Eric und Rafi und Brandon und die Jungs. Ich meine, die Jungs sind unsere Freunde seit wir... Denk nicht drüber nach. Ist völlig egal. Mann, ich will... Hör zu, ich mach keinen Rückzieher, auf keinen Fall. Ich muss nur an Martin Luther King denken und... Martin Luther King war kein Moslem. Er war ein Heuchler, er war ein Unzüchtiger. Ich bin auch ein Unzüchtiger. Du findest das lustig? Nein. Komm her. Was? Was? Du bist mein Bruder. Verstehst du das? Ja. Bist du bereit dafür? Ja.
zum Start in Hopkin, wo alles seinen Anfang nimmt für die Läufer am heutigen Tag. Superintendent Billy Evans als Vertreter der Boston Police. Noch 30 Sekunden bis zum Start. Das ist der Reset of Season. Für mich heute der Favorit. Im Gedenken an die 20 Schüler und 6 Angestellten, die ihr Leben verloren haben, möchte die Boston Athletic Association den Familien der Opfer und allen Einwohnern von Newtown ihre tief empfundene Anteilnahme zum Ausdruck bringen. In Stille zu verharren. Bereit, sie. Und sie ist drauf. Wieso Nachtsichtmodus? Das ist ja gruselig. Und dieser Junge hier? Schuldet mir 20 Mäuse. Hey, Finger weg, Alter. Und wieso nochmal schuldig ich dir $20? Weil ich mit dir geredet habe. Hast du nicht? Erzähl keine Scheiße. Sag dir, was sie gesagt hat. Sie kommt nicht zum Zac Brown-Konzert. Schwerer Fehler. Die Kleine vom MIT? Hat dir gefallen? Sie wird hin und weg sein. Irgendwas Stilvolleres. Geht in die Oper. In die Oper? Ja, in die Oper. Nenn mir einen Komponisten. Beethoven, da hast du. Darüber zur Scheune, von der Seite, von der Seite. Wirf die Blendgranate! Genau! Wirf die! Das machst du jedes Mal! Hey, lass das! Ich hab's nicht! Dass sie beinahe den Übertragungswagen eingeholt hätten. Auf der Strecke, die von Hopkinton über Ashland nach Framingham trägt. Wie süß, das sehen Sie am rechten Bildschirmrand. Kurz zurück zu den Frauen, die wollen wir bei Kilometer 9. Ich begleiche meine Schuld in der Gesellschaft. Oh Gott. Bist du in Ungnade gefallen? Ja, aber ist okay, er sagt, das ist das letzte Mal. Aber schneid dir die Haare, ja? Mach ich, wenn du aufhörst, dir die Beine zu rasieren. Aber du kannst so, wo du gehen kannst. Das ist ja unser Restaurant. Was soll ich da machen? Das ist ein Riegel. Das ist 2-2.
Sox-Fans und ich will nicht, dass sie Ärger kriegen. Hey, haltet den Schatzkick fest! Schaut ihn hier weg und passt besser auf! Ja. Ich bin stolz auf Sie, Tommy. Wie geht's Ihnen? Mein Knie tut weh, mein Rücken tut weh, meine Eier tun weh. Der Schmerz fühlt sich zeitweise an, als wollte er sich selbst stoppen, wenn das überhaupt möglich wäre. Davis? Nein, der Biden-Anruf ist für 3 Uhr vorgesehen. Biden? Der Vizepräsident? Lassen Sie mich mit ihm reden! Ruhig, Commissioner, lassen Sie mich mit ihm reden! Jungs, der Hummer ist wieder da! Komm her! Den Hummer festnehmen! Nein! Thank you.
Rennen ab! Es darf niemand mehr durch die Wolfsstreet laufen! Hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir! Recht das Rennen ab!
Scheiße, Tommy, wir haben zwei Tote dahin. Zwei Tote schon vor und Kind, 8 Jahre alt. Wo ist deine Familie? Die sind verletzt und schon abtransportiert. Scheiße, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Es muss jemand hierbleiben. Er darf hier nicht alleine liegen, Kevin. Einer bleibt bei ihm. Tupa! Ich will mich nicht können. Wir werden bereits sofort räumen. Alle müssen weg. Es könnte noch mehr Bomben geben. Geht klar. Hey! Ist hier jemand? Irgendjemand? Delta 984, sofort alle Handys konfiszieren. Ich wiederhole, sofort alle Handys konfiszieren, egal von wem. Wo ist mein Sohn, Finn? Blutdruck 80 zu 50. Versuchen Sie ihn. Keine Angst, wir werden ihn finden, Sir. Ich weiß nicht, wo er ist. Der Explosion? Ja, und die zweite da unten vor dem Forum-Restaurant. Unterstützung ist unterwegs. Okay, wir müssen ein Lagezentrum einrichten. Was ist mit Handys, Kameras? Ja, wir haben alles im Griff. Alle Handys, Kameras, sämtliches Material, das wir finden können. Wir schaffen sie alles. Nichts übersehen. Wie groß ist der abgesperrte Bereich? 6 Blocks in jeder Richtung der Laufstrecke. Auf 10 Blocks ausweiten. Klar. Das war eindeutig koordiniert. Es könnte weitere Bomben geben. Wie viele Verletzte insgesamt? 3 Todesopfer, soweit wir wissen. Darunter ein kleines Kind auf der Straße vom Forum. Was machen die da? Ich hab denen gesagt, dass dein 8-jähriges Kind liegt. Nein, die dürfen die Leiche nicht bewegen. Wir müssen die wegschicken. Okay, okay. Sagen Sie denen, die sollen da verschwinden. Wie zum Teufel sind sie? Möglicherweise befinden sich Spuren auf den Bombensplittern an der Leiche des Jungen. Wir können nicht riskieren, ihn zu bewegen. Nichts darf passieren. Was ist los mit euch Typen? Wollen Sie den Eltern des Jungen sagen, dass ihr Sohn immer noch auf der scheiß Straße liegt? Ruhig, Tom. Was soll die Scheiße? Ruhig. Okay, in Ordnung. Ja, okay, einfach in Ruhe darüber. Wir müssen entscheiden, wer die Ermittlungen leitet. Und wir müssen es schnell entscheiden. Wenn es Terrorismus ist, ist es Ihr Fall, Rick. Gentlemen, sobald wir von einem Terrorakt sprechen, ändert sich alles. Dann geht's nicht mehr nur um Boston oder lokale Ermittlungen. Dann heißt es Wolf Blitzer, die Aktienmärkte, die Politiker, ich meine, reflexartige Vorurteile, antimuslimische Gegenreaktionen. Und was ist, wenn wir falsch liegen? Ich meine, wir können das dann nicht mehr zurücknehmen. Es ist Ihre Entscheidung, aber wir wissen doch, was es ist. Eine Zelle wurde aktiv und wenn die in Chicago zuschlagen oder New York oder Washington, was passiert dann? Die Anschuldigungen werden kommen, ganz egal, was wir tun. Das ist gut.
Kunden da hinten in der Ecke. Wir brauchen ein Set für die Medienvertreter. Und dann brauchen wir eine Wand für das Beweismaterial vor dieser Mauer dahinter. Ich garantiere, dass das Netz zusammenbricht. Also richten Sie jede Menge Festnetzleitungen ein. Commissioner Davis, es heißt, dass ein 20-jähriger saudi-arabischer Staatsbürger angeklagt worden ist. Können Sie das bestätigen? Eine Falschmeldung. Zurzeit ist noch niemand unter Anklage gestellt. Wir fordern die Öffentlichkeit auf, uns bei den Ermittlungen zu helfen. Jeder, der Fotos oder Videos vom Marathon hat, wird gebeten, diese bei der Boston Police abzugeben. Ich brauche Zugang zu folgenden Datenbanken. Reisen, Visa... Jemand muss im Büro der Oberstaatsanwaltschaft anrufen. Wir brauchen sofort richterliche Verfügung für alle Handymasten. AT&T, Verizon, T-Mobile, alle Netze. Sagen Sie Tactical Aviation, ab sofort gehören diese beiden Flugzeuge Boston. Schicken Sie beide nach Logan. Nein, ich rede von den T5. Die fliegen zwischen Logan und Montico hin und her und das war's. 12.000 Mails auf unseren Servern in weniger als einer Minute. Herr Strohsack. Und wir sind abgestürzt. Schalten Sie uns wieder online. Ja, Sir. Sofort. Ja, Sir. Eine 28-jährige Frau, Jessica Kensky. Puls 101, Blutdruck 84 zu 45. Am besten eine Unterschenkelamputation. Das Weichgewebe ist ebenfalls betroffen. Ich glaube nicht, dass wir da was retten können. Das Weichgewebe ist zu stark geschädigt. Wir müssen es abnehmen. Da ist nichts mehr übrig. Ich brauche Kochsalzlösung. Wir müssen diese Hautwurz reinigen. Mann, Ende 20. Kein Ausweis. Das Bein sieht nicht gut aus. Die Gefäße sind untersucht, aber keinerlei Vitalität. Keine Blutzufuhr. Wir müssen amputieren. Säge? Amputation des Unterschenkels, linkes Bein. Platzieren Sie jeden Gegenstand genau dort, wo er gefunden wurde. Wir werden das überall verteilen. Langsam, langsam. Legen Sie vorher Papier aus. Es muss an der Luft trocknen. Ich will die DNA nicht zerstören. Carol, geh ran. Carol, kannst du mich hören? Legen Sie das Papier hier aus. Wenn Sie Kleidungsstücke finden, die verbrannt oder verkohlt sind, trennen Sie sie. Und bringen Sie die Mobiltelefone zu den Computerspezialisten. Okay, Leute, denken Sie daran. Carol, ruf mich sofort an, wenn du die Nachricht hörst, okay? Konzentrieren wir uns also auf große Taschen oder Rucksäcke. Sortieren Sie die nach Ladesteckertypen. Alles, was eine Kamera hat, muss rüber zum Datenimport. Kommen die GPS-Signale durch? Ja, Sir. Genau. Ja, er steht hier vor mir. Das ist in der JFK-Bibliothek. War keine Explosion. Also einfach nur ein kleiner Brand. Boss, gibt dir einen verdächtigen Saudi-Gewahrsam. Hallo? Ja. Oh, Carol, ich hab ständig bei dir angerufen. Tommy, oh Gott, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Du bist nicht verletzt, oder? Ich bin okay, Tommy. Meine Mutter ist hier. Alle sind hier. Oh Gott sei Dank. In den Nachrichten sagen sie dauernd, es könnte noch mehr Bomben geben. Bitte sei vorsichtig. Bin ich. Ich muss jetzt wieder ran. Okay? Sobald ich kann, rufe ich an. Ich liebe dich. Hey, Sarge. Habt ihr heute Nachmittag über Funk gehört? Erstklassige Arbeit. Du hast da vorhin also so rumgequatscht. Keine dummen Sprüche jetzt, Mike, bitte. Ich mein's völlig ernst, das war gut. Hi, Schatz, ich bin's. Liebling, ich werd's. Hier nicht so schnell wie kann. Mach ich. Nein, Sister. Ich liebe dich auch. Was machen diese Typen hier? Die waren gar nicht vor Ort. Was soll der Scheiß? Ist das FBI? Die haben das Kommando. Also tu einfach, was man dir sagt. Herr Boss, die arme Sau ist dreifach gefickt. Erstens, er hat den Fall übernommen. Zweitens, er muss ihn auch aufklären. Was ist drittens? Er muss sich den ganzen Tag in die Täter versetzen. Lieber würde ich mich viermal erschießen. Reiß dich zusammen, Tommy. Diese Jungkerle sehen zu dir auf. Ich kann deine Klugscheißerei heute nicht gebrauchen. Also mach einfach. Ist gut. Wir haben keine Beweise für ein Selbstmordattentat. Das heißt, diese Sprengsätze wurden höchstwahrscheinlich ferngezündet. Vermutlich wurden diese Bomben selbst gebaut und es ist zu erwarten, dass sie noch mehr gebaut haben. Was sagt die State Police? Wir bräuchten Luftunterstützung durch die Nationalgarde und weitere taktische Teams. Aber das Wichtigste ist, es gibt zwei WCs in diesem Gebäude und eins ist kaputt. Ich kümmere mich drum. Wir können mit einiger Sicherheit
Sagen, dass wir es mit mehr als einem Individuum zu tun haben und dass sie wissen, was sie tun. Verzeihung bitte, Agent Delory. Special Agent Delory. Bitte um Entschuldigung. Hören Sie, ich wollte nur kurz sagen, ich bin bei der Mordkommission. Ich weiß, wie man Fälle aufklärt, mit Zeugen. Wir müssen schleunigst zum Krankenhaus und die Opfer befragen. Könnte doch sein, dass einer was gesehen hat, oder? Tommy, schicken Sie ein paar Jungs los. Wir müssen in Betracht ziehen, dass der Bombenattentäter auch verwundet sein könnte. Das gab's schon mal. Also müssen wir jeden Verletzten identifizieren. Dass er sich mit der falschen Stadt angelegt hat. Gerüchte über die Verhaftung eines saudi-arabischen Staatsbürgers konnten bisher nicht. Chocha, ich hatte dich gebeten, Vollmilch zu kaufen. Die ist halbfett. Das ist Milch, sie ist ein Baby. Die schmeckt den Unterschied nicht. Nein, sie nicht, aber ich, wenn sie davon krank wird. Fütter das Baby im Schlafzimmer. Ich will Nachrichten sehen. Was soll ich dir sonst geben? So geht das nicht. Fütter das Baby im Schlafzimmer. Ich brauche Vollmilch. Ich hole sie dir später. Fütter sie im Schlafzimmer. Na los, geh! Sag ihm, er soll sie holen. Die Bomben nicht auf den Boden stellen sollen, sondern in Hüfte. Hol die richtige Milch, Jocha. Geh. Was? Nein. Ich kann dieses Gemecker nicht mehr hören. Hol jetzt die richtige Milch. Manny, wie heißen Sie? Ich bin Kara. Schön, Sie kennenzulernen. Ich freue mich auch. Kommen Sie aus Boston? Ja, ich wohne hier. Oh, also ich wohne in Cambridge. Oh, das ist ja nicht weit. Ah, nein. Hey, John. Hey, was gibt's? Diese scheiß Bomben. Furchtbar. Brauchen die unsere Unterstützung? Nicht, dass ich wüsste. Die kommt schon klar. Was ist hier los? Das komplette Marsch. Funkgeräte, Halterung ist locker, das rechte Fenster geht runter, wenn ich blinke. Wie war das nochmal, wenn Sie blinken? Ja, genau, dann geht's runter, aber nur, wenn ich rechts blinke. Vollkommen irre. Sie ist meine Tochter. Hey, ich verstehe das. Ich komme später wieder. Ist schon. Entschuldigung, wie können wir Ihnen helfen? Ich möchte nur wissen, ob sie irgendwas gesagt hat. Hat sie irgendwas erzählt? Wie viel? Sie hat nur nach ihrem Mann gefragt.
Wir wissen nicht, wo er ist. Sein Name ist Patrick Barnes. Können Sie uns helfen, ihn zu finden? Das werden wir, Sir, ganz sicher. Okay. Danke. Was ist da passiert? Was ist los? Ist dieser Scheiß Al-Qaida oder was? Und das Al-Qaida? Habt ihr etwa Keks auf meiner Couch gegessen? Tommy, was ist das gewesen? Was sagen die? Ja, ich meine, die müssen doch schon irgendwas wissen. Lasst ihn doch mal zur Ruhe. Verarschen wir uns bitte mal jemand sagen, was zum Teufel passiert ist? Lasst mich in Ruhe. Geht einfach raus. Verpisst euch hier endlich. Verschwindet. Verpisst euch. Was soll das denn? Was ist denn? Das kommt schon. Doch wirklich nicht zu fassen. Macht das hier auf, Gott! Tommy, wir gehen ja schon. Selbst nicht mal, was ich da gesehen habe. Da war so viel Blut, ist überall, weißt du. Soll er einen Fuß nehmen? Da war diese junge Kerl, ich glaube, er hat bei Marathon Sport gearbeitet. Der sah aus wie ein kleiner BU-Student. Er war ein guter Junge, weißt du, Carol. Er war da stellvertretender Geschäftsführer oder so und er hat geholfen. Wir haben sie weggetragen. Wir haben sie hingelegt. Und dann schoss plötzlich das Blut raus und sein Knie war mir Blut. Und dann war da dieser 8 Jahre alte Junge. Er lag einfach nur da. Sie mussten seine Familie wegbringen, seine Eltern. Die sollten davon weggehen, diese Verfluchten. Ich habe all diese Bilder in meinem Kopf und die gehen nicht weg. Und du warst auch da. Bitte sei mir nicht böse, dass ich dich gebeten habe, dahin zu kommen. Ich hätte dich nicht fragen dürfen, dahin zu kommen, Liebling. Das hättest du nicht wissen können. Das ist nicht deine Schuld. Es tut mir leid, Carol. Tut mir leid, dass ich dich gebeten habe, dahin zu kommen. Dass ich dich in Gefahr gebracht habe. Wir müssen diese Schweine finden, Carol. Wir gehen da raus und finden diese verfluchten Schweine, bevor sie noch mehr Leute umbringen. FBI will Sie sprechen. Rick, Sergeant Saunders.
Danke, dass Sie so schnell hergekommen sind. Was immer es ist, ich weiß nicht. Ed sagte, Sie kennen sich in dieser Gegend gut aus. Ja, warum? Weiße Kappe. Lassen Sie es laufen. Der Typ da mit der weißen Kappe? Ist das unser Mann? Vermutlich. Das muss er sein. Okay. Also, ich bin Weiße Kappe. Um exakt 14.45 Uhr erfasst mich die Überwachungskamera vor dem Forum-Restaurant. Alles klar? Nun, Sergeant, wie Sie sehen, haben wir den Tatort in der Wolston Street nachgestellt. Jetzt nach links vom Bumm. Links von was? Links vom Bumm. Links von den Explosionen. Wir müssen seine Schritte zurückverfolgen. Sie kennen diese Straße, ja? Und Sie wissen, welche Läden Überwachungskameras haben. Ja, ja, nein, nein, ich weiß, was Sie wollen. Das da ist die Ziellinie, oder? Sie sagten 1445? Korrekt. Na gut, also, wo ist er um 1444? Von wo aus kann man ihn sehen? Ganz sicher Creighton Barrel. Creighton Barrel. Hat hier jemand? Überprüfe Creighton Barrel. Ja, Sir. Ich sehe ihn. 14.44 Uhr. Auf der Kappe ist ein Golf-Logo, zusammen mit der Zahl 3. Ich brauche jedes Geschäft in Boston, das diese Kappe verkauft. Prüfen Sie die Namen von allen Kreditkartenkäufern und gleichen Sie die mit der Gesichtserkennungsdatenbank ab. Okay, Sergeant. Ich bin vor Creighton Barrel um 14.44 Uhr. Wer sieht mich jetzt? Da ist Walgreens auf der anderen Straßenseite. Aben Lewis? Aben Lewis? Überprüfe Aben Lewis. Irgendwas vor dem Aben Lewis? Nichts, Sir. Nichts? Nein, Sir. Kommen Sie, Sergeant, wo noch? Nur eine Minute, ich muss nachdenken. Augenblick noch. Andere Seite des Mandarin. Das Mandarin. Nein, die Kameras gehen in die andere Richtung. Ein Besucher klappt vielleicht. Da war dieser Taschendieb im Solars. Rannte rüber zu Pete. Ja. Back Bay Social Club. Teddy hat neue Kameras einbauen lassen. Back Bay Social Club. Überprüfe Back Bay Social Club. Ich hab ihn. Back Bay Social Club, 14.40 Uhr. Ich hab sein Gesicht aus einem neuen Winkel. Sein linkes Auge, das Kinn, aber noch nicht klar genug für die Gesichtserkennung. Wichser. Gut, schicken Sie das den Computerspezialisten. Vielleicht kriegen die das hin. Ausgezeichnet, Sergeant. Weiter so. 14.40 Uhr. Whiskey Steakhouse. Whiskey Steakhouse. Whiskey Steakhouse. Whiskey Steakhouse. Komm schon. Hab ihn. 14.37 Uhr. Weiße Kappe und eine andere Person. Ein Mann mit einer Pilotenbrille. Die kennen sich, würde ich sagen. Dieses Schwein. Verfluchtes Stück Scheiße. Zwei Attentäter. Dann hau ab. Geh raus. So, du musst das durch die Schlaufe ziehen. Nein. Ja, was? Nein. Was soll das heißen, nein? Das FBI hat möglicherweise erste Hinweise auf einen Verdächtigen. Du hast dich schneller drauf gekommen, als du dachtest. Über den Na komm, ich helfe dir. Die Kleine kann sich noch nicht die Schuhe zubinden. Jucha? Nein, ich will nichts. Wieso haben wir keinen einzigen Treffer bei der Gesichtserkennung? Die Technik ist nicht perfekt, Governor. Wir haben partielle Aufnahmen aus ungünstigen Winkeln. Das hier sind verdammt gute Aufnahmen. Einer trägt eine Sonnenbrille, das ist auch Teil der Sonnenbrille. Jagen Sie es durchs NSA-System. Wir müssen das NSA-System sagen. Wir müssen mit diesen Fotos an die Öffentlichkeit. Noch nicht. Wir haben ein paar Hinweise, aber wir können noch nicht. Wenn wir die Fotos freigeben, wird die Stadt die Kerle auffressen. Ja, das sehe ich genauso. Warum gehst du denn nicht hin und sagst was? Hör zu, das ist jetzt Eds Scheißproblem, okay? Diese zwei Arschlöcher haben doch Freunde, Nachbarn, irgendwelche Kollegen. Du hast keine Eier. Ich habe mehr Eier als du, mein Freund. Aber ich werde doch den Körper... Dann geh ich hin und sag was. Reden. Willst du, wie das suspendiert werden? Wenn wir die Fotos freigeben, ist den Verdächtigen klar, dass wir nicht wissen, wer sie sind. Und dann sind sie uns gegenüber im Vorteil. Das ist richtig, aber... Aber was? Was, wenn wir uns irren? Was, wenn sie unschuldig sind und Gott behüte auch noch Moslems sind? Dann werden wir gekreuzigt. Die sehen für mich nicht aus wie typische Dschihadisten. Wie sieht denn bitte so ein typischer Dschihadist aus, Rick? Haben Sie ein Foto von einem? Okay, hören Sie. Das klingt alles sehr vorschriftsmäßig, Rick. Aber wir sind den Menschen Antworten schuldig. Wir können nicht einfach rumsitzen und Daten analysieren.
Was sagt Ihr Bauchgefühl? Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das vermutlich unsere Täter sind. Aber ich bin noch nicht bereit, diese Fotos freizugeben. Unsere Leute brauchen noch Zeit zum Arbeiten. Okay. Okay, es ist entschieden. Wir warten. Wir würden Ihnen gern bessere Informationen darüber liefern, ob es inzwischen Verdächtige gibt. Aber das es war ein herrlicher Tag, um in Boston zu sein. Und dann, innerhalb eines Augenblicks, wurde die Herrlichkeit dieses Tages zerschmettert. Für Millionen von uns ist das, was am Montag passiert ist, persönlich. Es ist persönlich. Deshalb sind wir hier zusammen und beten und trauern. Aber wir sind heute auch zusammengekommen, um uns darin zu bestätigen, dass der Geist dieser Stadt ungebrochen ist. Und dass der Geist in diesem Land ungetrübt bleibt, weil Sie genau diesen Geist in diesen Tagen gezeigt haben. Hey, Sean. Oh, hey. Tolle Brille. Ist neu, ne? Ja, danke. Wir brauchten eine Lernpause und da dachte ich, du würdest vielleicht auch einen trinken. Danke, Lee. Ja, gern. Hier. Coffee Coladas, die sind echt gut. wir müssen dann wieder zurück an die Arbeit, aber Samstagnacht, Zac Brown Band? Ja, na klar. Ja? Und die anderen? Ich sorg dafür, dass alle kostenlos reinkommen. Kein Ding. Eigentlich sind es nur noch wir zwei. Ist das cool? Ja? Ja. Das ist besser, ja. Ja? Ja, ich find's besser so, ehrlich. Cool. Okay, bis dann. Bis dann, alles klar. Hab mich gefreut, euch zu sehen. Na schön, jetzt seid alle mal ruhig, damit das schnell geht, bitte. Die Situation in Boston ist nach wie vor im Fluss. Wir sollten uns auf längere Dienstzeiten einstellen, falls Sie Unterstützung brauchen. Das Tempolimit auf der Common Street wurde für einen Monat auf 30 runtergesetzt. Das heißt, die Schonfrist ist vorbei. Ich gebe schon seit einer Woche keine Schonfrist mehr. Sogar Mimi O'Brien hat ein Ticket gekriegt. Geschwindigkeitsübertretung und keine Zulassung. Sie sind ein mutigerer Mann als ich, Gungadin. Wir haben einen Informationsvakuum. Das sind nicht unsere Täter und währenddessen sind Sie keinen Schritt weiter mit der Identifikation der zwei, die wir wirklich suchen. Wir müssen diese Fotos freigeben. Wenn wir die Fotos jetzt freigeben, haben wir keine Kontrolle. Überreizen wir unser Blatt. Zwingen wir diese Typen vielleicht zu einer Reaktion. Gentlemen, darf ich kurz mal? Im Moment arbeitet Boston gegen uns. Völlig normal, wenn es einen Mord gibt. Da sagt keiner was. Das Problem haben wir nicht. Wenn es in dieser Stadt um Terrorismus geht, dann will hier jeder reden. Und die Leute reden bereits sehr viel, aber sie reden einfach über die Falschen. Zeigen Sie die Fotos von unseren Männern und warten Sie ab. Vertrauen Sie mir. Fangen Sie an, Boston für uns arbeiten zu lassen, ich sag's Ihnen. Ich verstehe, Boston. Aber ich kann nicht einfach mit den Fingern schnippen. Diese Entscheidung geht rauf bis zum Oberstaatsanwalt. Dann geben Sie mir seine Nummer, ich rufe ihn gleich an. Das ist meine verdammte Stadt, Rick. Geben Sie die gottverdammten Fotos frei. Wie war das? Okay, eine Sekunde. Halten Sie mir keine Vorträge über Geheimvorschriften, okay? Das ist mein Revier. Sir. Was? Weiße Kappe, schwarze Kappe. Fox hat die Bilder. Sie wollen, was wir wissen, sonst senden Sie es. Wiederholen Sie. Was wollen Sie? Fox veröffentlicht die Bilder in 20 Minuten. Mit oder ohne unsere Zustimmung, Sir. Okay, ich bin sehr für die Kooperation der verschiedenen Agencies, aber wenn das hier vorbei ist, dann jag ich dieses Stück Scheiße, das die Fotos rausgegeben hat und werde ihn völlig ruinieren! Ich lasse nicht zu, dass Fox News diese Ermittlung hier leitet. Wir werden die Fotos freigeben, sobald der Präsident in der Luft ist. Wir haben zunächst eine Person von Interesse ermittelt, ohne zu wissen, ob dieses Individuum allein arbeitet oder gemeinsam mit anderen. Das FBI hat dann einen zweiten Verdächtigen ermittelt. Heute werben wir um die Mithilfe der Bevölkerung bei der Identifikation dieser beiden Verdächtigen. Von offizieller Seite wird verlautbart, dass die Fotos jetzt veröffentlicht wurden, weil die Behörden... Eine Hilfe bei der Identifikation. Der zweite ist direkt hinter Ihnen zu erkennen. Man spricht sich davon, dass irgendjemand einen, wenn nicht sogar beide Männer wiedererkennt und sich mit wichtigen Informationen bei den Behörden meldet. Wenn Sie irgendwelche Informationen haben, wenden Sie sich bitte an das FBI.
habe ich. Es hat keine SMS mehr, mein Freund. Lol. Hast du dich gesehen? Wer ist das? Niemand. Alles einpacken und in den Wagen. Wir müssen verschwinden. Okay, kriege ich meine Waffe dann endlich? Mein das deine Tibet-Pistole, Johan. Ich will nur endlich, ich will die... Johan, du kriegst deine Waffe. Mann. Schluss jetzt! Die Bilder sind unscharf. Die sind nicht gut. Nein, die Bilder sind gut. Die Bilder sind sehr gut. Steckt Johan? Keine Ahnung. Habt ihr die Pressekonferenz gesehen? Einer von den Typen sieht haargenau aus wie er. Ja, Mann, das habe ich auch gesagt. Ach, Quatsch. Ihr seid alle komplett paranoid. Was ist du da? Er sieht ihm verdammt ähnlich. Er hat mir geschrieben, ich soll ein paar Sachen für ihn abholen. Na dann los, Dias. Ich bin weg zu meiner Arbeitsgruppe. Was? Und Hände weg von meinen Sachen. Fick dich, Mann. Arschlecken, fass meine Sachen nicht an. Arbeitsgruppe. Was denn? Hey, Mann! Du weißt doch, du hast mit dem Ding nicht am Strand fahren, du Penner. Du wirst nur wieder verhaftet. Fuck. Joint ist tot. Hey, wo hat denn Jokar sein Glas? Ah. Na klar, wo denn sonst? Scheiße, da ist kein Glas drin. Was ist denn das für ein Zeug? Keine Ahnung. Feuerwerkskörper. Scheiße, wofür braucht der Feuerwerkskörper? Das sind verdammte Stahlkugeln, Alter. Was soll das heißen? Wovon zum Teufel redest du, Mann? Scheiß, braucht man zum Bombenbauen. Seid ihr echt so high, dass ihr das nicht erkennt? Und jetzt? Keine Ahnung, Mann. Du hast es gefunden. Das waren wir. Halt dich ein bisschen zurück und stopf das Zeug wieder da rein. Scheiß fertig. Wir können das nicht hier lassen. Pack's ein, Mann. Fuck, was mache ich hier? Wir warten immer noch auf neue Erkenntnisse. Obwohl die Aufnahmen der Bevölkerung zugänglich gemacht wurden, hat das FBI noch immer keinerlei. Wir warten auf den entscheidenden Hinweis. Die Namen der beiden Männer. Okay, also am Anfang, vor 3 Jahren, war es härter. Inzwischen habe ich neue Freunde Campus neben dem Koch-Building, nach 45 Minuten. Beobachte Main Street, Ecke Vasa. Und danach mache ich eine halbe Stunde Pause. Kann ich Sie holen? Hier 544, am Koch-Building ist alles ruhig. Fahren Sie zum Fresky. Ja, es ist wirklich extrem ruhig hier. Also wenn Sie mich woanders postieren wollen, da bin ich sehr dafür. Alles klar. Nimm dir die Knarre, Jocha. Dabei bist du da. Und die Atmosphäre, Jocha. Halt die Pistole, Jocha. Mach schon. Er hält sich durch. Richtig. Warum lässt du nicht los? Fahrt! Du verficktes Ding, Scheiße! Los, komm, Vicky!
Meist mittelgroß, dunkle Kleidung. Vermutlich bewaffnet. Sorry. Ja, ich wollte mir das tun. Hey, was soll... Keine Bewegung. Keine verfickte Bewegung. Wie heißt du, Mann? Manny. Ja? Hast du von dem Anschlag gehört, Manny? Ja, haben. Weißt du, wer das war? Nein. Ich war das. Hast du verstanden? Und gerade habe ich einen Polizisten erschossen. Ich wette, du hast eine Menge Kohle. Gib mir dein Portemonnaie. Na los, gib mir dein Portemonnaie. Ja. Sie können okay, alles haben. Keine Sie können alles haben. Dein Name ist nicht Manny. Nein, ich... Mein Name ist Dang Mang. Das klingt so wie Manny. Das klingt so... Wenn du mich nochmal anlügst, wallahi, werde ich dich töten. Los! Du bleibst hier sitzen. Mach hinten auf! Okay. Die Heckklappe auf. Okay. Ganz ruhig. Mach auf. Gut. Gib mir die Schlüssel. Du rührst dich hier nicht weg. Ich hole dich schnell, Gott. Was ist das? Ja. Steig ein. Shit. Okay, gut so. Langsam. Sie kriegen den Wagen. Ist schon gut. Komm mit. Ist gut. Gehen wir. Du sagst kein Wort. Bleib ruhig. Sieh mich an. Ich steig wieder ein. Hast du verstanden? Du willst einsteigen und die Klappe halten. Ja. Klar? Dann los. Steig einfach ein. Los, steig schon ein. Jocha, ja. Pass auf ihn auf. Ja, klar. Hat es einen iPod-Anschluss? Ha? Hat dein Auto einen iPod-Anschluss? Nein. Bist du sicher? Was ist mit Bluetooth? Hast du Bluetooth? Kann ich mein Handy verbinden und mein Zeug laufen lassen? Entschuldigung, der hat kein Bluetooth. Hast du jemanden, dem du wichtig bist? Hier bin ich keinem wichtig. Dann schnall dich an. Nicht aufhören. Verdammt, der geht richtig ab. Echt? Den kann ich auch.
auch mal fahren? Du willst fahren? Ja. Auf keinen Fall. Wieso? Mann, ich bin noch nie in Benz gefahren. Will ich echt mal. Jocha, du wirst diesen Wagen nicht fahren. Vergiss es. Schwachsinn ist, Manny? Hm? Ja. 9-11? Nicht die Moslems haben diese Gebäude hochgejagt. Das war die Regierung. Ja, das weiß ich. Du weißt das? Ja. Sagst du ja, weil du es glaubst, oder sagst du ja, weil wir dich nicht töten sollen? Ich weiß nicht, wer das getan hat. Nein, die Labs. Du solltest dich echt besser informieren, Mann. Ehrlich, das ist das Problem in diesem Land. Keiner weiß, was abgeht. Amerika ist durch und durch verlogen. Die Regierung hat die Scheiße abgezogen. Die Regierung. Damit die Amerikaner die echten Moslems hassen. Und die vielen Zeugen, die es bei 9-11 gab, waren Schauspieler. Das wusste ich nicht. Na, dann weißt du es. Du wusstest es nicht, weil die Medien dich manipulieren. Ja. Hol deine Kreditkarte raus. Gib sie Jochar. Wie ist deine PIN-Nummer? Deine PIN-Nummer, ich brauche die PIN-Nummer. Wie ist dein PIN? 6228. Hast du das? Was? 6228. 6228, okay. Okay, Jochar, hol so viel Geld wie möglich, okay? Ich sehe völlig fertig aus. Jochar, hol so viel Geld raus, wie es geht. Okay. Aussteigen, Sie kriegen den Wagen. Du willst aussteigen? Du willst aus dem Wagen aussteigen? Oder sollen wir den Wagen stehen lassen? Kannst du vergessen. Ja, ich werde aussteigen und Sie fahren weiter. Nein, du gehst nirgendwo hin. Du bleibst chillen hier. Ich rufe auch nicht die Polizei. Bitte, ich habe Familie in China. Ich habe eine Mom, ich habe einen Daddy. Ich habe einen Bruder. Ich habe... Bitte... Ich rufe ganz sicher niemanden an. Lassen Sie mich einfach gehen. Halt deine dämliche Fresse. Voll, danke. Deine Karte nur Bargeld. Die Karte geht nicht, die nehmen nur Bargeld. Bring auch was zu essen. Okay. Willst du was essen? Nein. Hast du keinen Hunger? Nicht hungrig? Okay. Ich habe keinen Hunger. Ich bringe was mit. Thank you.
Wegen diesen! Wir besorgen uns einen besseren Wagen. Wir könnten Lamborghini sagen oder einen anderen, der richtig abgeht. Nehmen wir jetzt die verdammten Bomben. Jetzt hör doch mal, wenn wir uns einen anderen Wagen besorgen, oder irgendwas richtig ist. Jetzt hör doch mal. Tamala, bitte, hör mir zu. Hör auf, mich wie ein verfluchtes Baby zu behandeln. Hör mir zu. Verdammt, du hast mich abgelenkt. Du hast mich abgelenkt. Darum konnte er abhauen. Ist dir das klar? Das ist nicht meine Schuld. Sag mal, willst du mich verarschen? Das ist deine Schuld. Du hast neben ihm gesessen. Ich hab die ganze Zeit hinten gesessen, hab was zu essen geholt, du Penner. Hör auf, mich anzukacken. Hör auf damit. Du wirst jetzt eine Schnauze halten, okay. Hast du verstanden? Johann, du wirst jetzt einfach die Schnauze halten. Sonst drehe ich dir den Hals. Gott. Hast du mich verstanden, Johann? Ich werde dich verflucht nochmal abknallen. Okay. Ist das jetzt klar? Du hast mich abgelenkt. Darum konnte er abhauen. Du wirst jetzt tun, was ich sage. Du nimmst die Scheißbomben und legst sie in den Kofferraum. Du wirst jetzt tun, was ich dir sage. Hast du verstanden? Ja. Sofort. Steig in die Scheißkarre ein. Ich suche jetzt einen Platz, wo ich den Mercedes abstelle. Und du fährst hinter mir her. Kapiert? Ja. Da drüben auf der... Sie sind mit mir rumgefahren. Ungefähr eine Stunde. Und dann sagten sie, sie wollen... Was haben Sie gesagt? Diese Männer, die haben mir gesagt, sie machen eine Explosion in New York. Was? Die haben gesagt, sie sind die Marathonlaufbombe. Diese Explosionen... Beruhigen Sie sich. Hören Sie mir einen Moment zu. Haben Sie gerade gesagt Marathonbombe? Die haben zu Ihnen gesagt, dass Sie die Marathonbombe sind? Ja, die haben mir gesagt, Sie sind die Marathonbombe. Hören Sie mir zu. Was für einen Wagen fahren Sie? Das ist mein schwarzer Mercedes SUV. Dieses Auto hat ein GPS. Die Ortungsnummer ist 342247. Wieso kennen Sie diese Nummer? Ich habe mir die einfach gemerkt. Bitte, die sind sehr gefährlich. Sie müssen sie kriegen. Also wissen Sie, das war echt mutig, einfach so abzuhauen. Hey, Sie sind ein sehr mutiger Mann. Kriegen Sie diese blöden Wichser! Zur Abwechslung.
Sarge, hier ist Joey. Ich habe gerade den gesuchten Mercedes gesehen, glaube ich. Ich drehe um und häng mich dran. Angehalten. Er steht in der Laurel, fast Ecke Dexter. Warte, Herr Reynolds. Ich bin direkt hinter dir. Schalt die Lichter an, wenn du soweit bist. Go!
Ich greife von der Seite an. Er ist weg. Auf dem Weg! Das war los! Ich bin der Reise.
vorbereiten. Pedals, Laden auf 200. Nichts, kein Puls, Matt. Laden auf 200. Weg. Alle weg? Weg. Irgendeine Reaktion? Nein, erneut Laden auf 200. Les, weg? Weg. Pedals intern an. Direkter Schock am Herzen und gleichmäßiger Herzdruck. Er muss reanimiert werden. Sie müssen bitte kurz zurücktreten. Das kann nicht warten. Treten Sie zurück. Ich bin vom FBI. Das muss sofort erfolgen. Treten Sie zurück. Keine Reaktion. Ich brauche mehr Druck. Ich muss die Blutung stoppen. Sofort. Er ist drin. Wir brauchen Pin. Beatmen. Machen Sie die Pedals bereit. Weg. Geladen. Max, kein Puls. Alle weg. Weg. Irgendwas? Nichts. Okay, ich erkläre ihn für tot. 1.35 Uhr. Notieren Sie das. Tamerlan Tsarnaev lebte in Cambridge mit seiner Frau Catherine und seinem jüngeren Bruder Johar. Sämtliche Spezialkräfte und Sprengstoffexperten sollen da sofort hinfahren und alles abriegeln. Sperren Sie alles ab. Evakuieren Sie den Block. Besser zwei. Geht klar. Wir haben ein Problem. Was gibt's? Schwarze Kappe, Tamerlan Tsarnaev. Ja? Wir hatten vielleicht Kenntnis von ihm. Inwiefern? Sein Name stand auf einer Beobachtungsliste. Schön, ich will Sie sehen. Wir hatten den Kerl schon. Während der Verfolgungsjagd wurde einer der Verdächtigen schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, wo sein Tod festgestellt wurde. Hier vor Ort in Watertown läuft die Fahndung unvermindert weiter. Einschneidende Quellen berichten, dass ein Mann asiatischer Herkunft, der in Kontakt mit den Verdächtigen stand, der Polizei mitgeteilt hat, die Brüder hätten New York als ihr nächstes Ziel genannt. Schon gehört? Wir haben Schwarze Kappe eindeutig identifiziert. Ja, Tsarnaev wissen wir. Schwarze Kappe. Was ist mit Weiße Kappe? Wie sicher sind wir, dass er sich noch im abgesperrten Bereich befindet? Das lässt sich in der Dunkelheit schwer feststellen. Meine Leute sind am Ende ihrer Kraft. Zwei Schuppen. Wir haben einen Taxifahrer. Der hat möglicherweise unseren Täter Weiße Kappe gefahren. Er könnte auf dem Weg nach New York sein. Okay. Waren Sie Gouverneur Cuomo und Bürgermeister Bloomberg? Was Boston betrifft, folgende Entscheidung. Wir werden die Stadt bis auf Weiteres vollkommen abriegeln. Informieren Sie die öffentlichen Verkehrsbetriebe und verbreiten Sie es in allen Medien. Alle Zivilisten werden aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Jeder Quadratzentimeter dieser Stadt wird abgesucht. Wollen Sie das wirklich machen, Governor? Das ist ja schon fast Kriegsrecht. Mahnen Sie Ihre Leute zur Besonnenheit, bevor Sie Türen eintreten. Es gibt Gesetze, die Menschen haben ihre Rechte. Dieser Mörder wird in dieser Stadt nicht noch mehr Schaden anrichten. Wir regeln die Stadt ab. Und dann wieder rein. Klar. Bestens. Danke Ihnen. Alles klar, also weiter. Auf Befehl des FBI sind die Officer, die die Ehefrau des Verdächtigen Catherine Russell antreffen, angewiesen, diese zu verhaften und abzuwarten. Keine Rechtsbelehrung, keine Befragung. Keine Rechtsbelehrung? Ja, hat er gesagt. Das habe ich noch nie gehört, du? Nein, ich auch nicht. Wer ordnet sowas an? Ja, wer schon? Staatsanwaltschaft, CIA? Verfickte Präsident, keine Ahnung. Hier sind jede Menge Privatvideos, Boxen, Wrestling. Zeug, das wir andauernd bekommen. Und Pornos. Jede Menge Pornos. Hat mehr Pornos geguckt als Bin Laden. Okay, Washington lässt ein Team einfliegen, das die Ehefrau befragt. Wir nehmen sie sofort fest. Sir, Handyortung von Weißer Kappe. Wo? Yuma's Dartmouth. Schicken wir ein Einsatzteam nach Yuma's Dartmouth. Schon auf dem Weg. Volltrottel. Ah, fucker. Du bist völlig ungedeckt, Mann. Ich mach dich fertig. Die kann nicht mal, die blöde Kuh. Ich geh auch nicht auf einmal ist wieder scheißfreundlich.
zeig mir dein Gesicht. Keine Bewegung. Sieh mich an. Zimmer gesichert für Kampfmittelräumung. Nein, negativ. Genau. Wir kriegen Hinweise von Kids, denen Weiße Kappe Gras verkauft hat. Offenbar ist er der größte Dealer der U.S. Eine Nachricht von Black Falcon. Sie haben die Frau. Nicht, was Sie erwartet hatten, Herr Commissioner? Das ist es doch nie. Special Agent Delaria? Ich suche Special Agent Delaria. Rick Delaurier. Hi, ich bin Mike Thomas. Kann ich Sie kurz sprechen? Wir werden die Vernehmung hier übernehmen. Hat schon jemand mit Ihnen gesprochen? Noch nicht. Das ist alles, was Sie haben. Nicht nötig. Nicht nötig. Danke, Gentlemen. Wir übernehmen noch hier. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Du zeigst keinen Respekt für den Propheten? Wa alaikum salam. Catherine, existieren weitere Bomben? Mein Name ist Veronica. Ich wurde in einem Zelt mit drei Wänden geboren, auf dessen Seiten UNICEF stand. Meine Mutter konnte nicht mal ihren eigenen Namen schreiben. Du wurdest in einem Zimmer voller Blumen und Ballons geboren. Deine Mutter ist Krankenschwester. Sie nennt dich Katie. Sie wissen gar nichts über mich. Deine beste Freundin, Gina Crawford, arbeitet in einem Starbucks in Cambridge, wo du versucht hast, sie zum Islam zu bekehren, bei einem eiskalten Karamell Macchiato. Sie wissen gar nichts. Existieren weitere Bomben. Weitere Bombenleger. Du hast Gina unmittelbar nach dem Attentat eine SMS geschickt, in der es hieß, es werden jeden Tag weit mehr Menschen in Syrien und an anderen Orten abgeschlachtet. Unschuldige Menschen. Hast du die schrecklichen Bilder im Fernsehen gesehen? Wir haben Sprengstoffrückstände von den Bomben in deinem Apartment gefunden. Auf deinem Küchentisch, in deiner Küchenspüle. In der Küche, in der du deiner Tochter das Frühstück bereitest. Existieren weitere Bomben. Kennengelernt hast du Tamerlan in einer Bar. In deinem zweiten Studienjahr an der Suffolk University. Ich will einen Anwalt. Sag mir, Katie, was ist die Belohnung für die Ehefrau eines Mujahid? Wenn der Ehemann ein Shahid wird, welche Geschenke werden dann seiner Ehefrau zuteil? Ihr Verstand ist zu klein, um irgendetwas davon zu begreifen. Existieren weitere Bomben? Ich will einen Anwalt. Nein. Nein? Nein, was? Nein. Ich habe Rechte. Du hast einen Scheißdreck. Existieren haben Sie mich offiziell Bomben verhaftet? Existieren weitere nicht Bomben? Dann können Sie mich nicht festhalten. Setzen! Was zum Teufel sind das für Leute? Existieren weitere Bomben? Sie sind verrückt. Sie sind absolut verrückt. Wissen Sie das? Sie haben den Verstand verloren. Ihren verschissenen Verstand. Katie. Dein Ehemann ist tot. Er kommt nicht zurück. Schätzchen, du bist nun eine Witwe und hast deine Tochter im Stich gelassen, die mit dem Wissen aufwachsen muss, dass ihr Vater ein Monster war. Aufhören! Aufhören! Und er hat dich nicht mal geküsst, bevor er gegangen ist. Oder?
Katie, um deiner Tochter willen. Existieren noch weitere Bomben? Für eine muslimische Frau bedeutet die Ehe einen trällenden Tanz der Dualität. Stärke und Unterwerfung. Wunderschöne, selbstlose, stürmische, große Liebe zweier Meister. Dem Fleischlichen und dem Göttlichen. Das Leben, das eine muslimische Frau lebt, es ist gefährlich und es ist schwierig, wenn sie sich ihrem Ehemann nicht unterwirft. Dann ist ein Platz reserviert für sie in der Hölle. Ja. Mein Mann hat mich geküsst, bevor er gegangen ist. Und er wird mich wieder küssen, wenn ich ihm im Himmel begegne. Und Beweise haben sie keine. Masha Allah. Ja, Allah. Entschuldigen Sie. Was denken Sie? Ich glaube, sie wusste es. Aber das können Sie nicht beweisen. Falls es da draußen noch mehr Bomben gibt, wird sie es uns niemals verraten. Wie kann eine Mutter ihrer Tochter sowas antun? Viel Glück. Bitte sagen Sie mir, dass Sie etwas für uns haben. Es wird gleich dunkel und ich muss Entscheidungen treffen. Sie redet nicht. Mr. Governor, wir haben eine Guardian-Suche durchgeführt. Schwarze Kappe hatten wir auf einer Liste. Wir haben die ganze Zeit von ihm gewusst, es aber übersehen. All diese Leute, all diese Hinweise. Man sieht einen Tschetschen, der nicht zu Al-Qaida gehört. Nicht mal aus dem Nahen Osten stammt. Kommen Sie, Rick, vergessen Sie das. Wir alle hatten Zugang zu denselben Datenbanken. Ich meine, wer sucht schon nach einer narzisstischen kleinen Prinzessin? Nach einer weinerlichen kleinen Zicke, die einen Wutanfall hat, weil sie einen Kampf verloren hat? Haben alle anderen gewusst, dass er seine Freundin verprügelt hat? Er ist kein Märtyrer. Er ist ein dreckiger Feigling. Wir haben die Barker Street. Wir haben die Washburn. Denkst du, so eine Scheiße kann man verhindern? Verhindern? Ja. Weißt du, vor 7 Jahren, genau am 11. März, waren wir beim Arzt. Er sagte, wir können keine Kinder bekommen. Carol könne nicht schwanger werden. Scheiße, Tommy, das wusste ich nicht. Ich weiß noch genau. Danach sind wir nach Hause gefahren, haben in der Einfahrt geparkt und... Weißt du, sowas kann man sich einfach nicht ausdenken. Da waren die Mulaney-Kinder. 3 süße kleine Mädchen, die Himmel und Hölle spielten. Kleine 5-jährige Mädchen. Wir saßen totenstill da und sahen ihm beim Spielen zu, als wären wir in Trance. Oh Gott. Die Laute, die Carol machte, das war kein Wein. Das war tiefer. Weinen wäre keine richtige Beschreibung für diese Laute. Ich sah in ihre Augen. Es war kein Schmerz. Mehr wie Krieg. Wie ein Krieg zwischen Gut und Böse in ihren Augen. Als würde der Teufel angreifen und Gott wäre in ihr drin und würde sich dagegen wehren. Ich habe sie in den Arm genommen. Was konnte ich schon tun? Weißt du? Und das alles habe ich heute gesehen. Gut gegen Böse, Liebe gegen Hass. Wenn dich der Teufel so voll erwischt, bleibt dir nur eine Waffe, um dich zu wehren. Das ist die Liebe. Das ist das Einzige, wo er nicht drankommt. Was sollen wir tun? Sie jagen? Sie fassen, töten? All das? Sie kriegen uns trotzdem. Ich denke, sowas wird sich nie vollkommen verhindern lassen.
Liebe gibt uns Kraft, ernährt uns. Ich glaube nicht, dass die jemals gewinnen können. Ich habe schon immer gewusst, dass da etwas Wunderschönes in Tommy Saunders heiliger Seele verborgen liegt. Weißt du, vor 4 Tagen standen wir beide an dem Leichnam des kleinen Jungen. Wir dürfen nicht mit leeren Händen dastehen. Ist unsere Pflicht. Ich wette, ich laufe den Marathon vor dir. Man sagt vor dir. Vor dir. Vor dir. Das R hinten ist stumm. Vor dir. Schatz, ich gehe eine rauchen. Ich stelle mich direkt hier hin, okay? Nein, nein, komm, komm wieder rein, komm wieder rein. Da ist ein Roller abgefallen. Das macht nichts. Hat sich von der Plane gelöst. Das ruiniert mir den Rumpf. Dauert nur eine Sekunde. Ich laufe raus, nein, ich bin du wirst erschossen. Es ist verboten, raus. Ich habe einen Hinweis bekommen. Jemand vermutet, unser Mann könnte sich in seinem Boot versteckt halten. In einem Boot? Einem Boot. Hey, Tommy. Was ist los? Was gibt's? Er ist im Boot. Was? Er ist im Boot. Da ist jemand in meinem Boot. Da ist jemand in Ihrem Boot? Mein Boot ist da hinten. Ich hatte so kleine Rollen unter die Plane gelegt. Und die Rollen sind runtergefallen. Hier ist Yankee T3. Wir haben möglicherweise eine Person in einem Boot. 67, Franklin. Hey, haben Sie einen Keller? Ja. Ihre Familie und Sie gehen in den Keller und rühren sich nicht. Die sollen die Klappe halten, Mann! Was zum Teufel? Wer ist da? Er ist da drin, in dem scheiß Boot! Ich krieg eine Sprengfalle, los, zurück! Wir holen uns den Männer! Zurück, steigt wieder ein! Fuck! Die Straße absperren! Die Häuser da rollen! Hier, Yankee T3, wir brauchen die Kampfmittelräumung und ein taktisches Team. 67 Franklin, wir haben einen möglichen Verdächtigen in einem Boot, in einem Garten. Er hat vielleicht eine Bombe. Nicht eingreifen, das sollen die Jungs in der taktischen Einheit erledigen. Hey, hören Sie mich! Auf welcher Frequenz sind Sie? Nein, ich höre Sie nicht. Was? Das sind Einheiten aus dem ganzen Bundesstaat, Tommy. Funkstelle! Leute, Funkdisziplin bitte. Haltet euch zurück. Er bewegt sich! Oh Gott, nochmal. Die Waffen runter, das gilt für alle. Ich sag dir, das Boot schwimmt nicht mehr. Falls Sie gerade erst eingeschaltet haben, es gab eine bedeutsame Entwicklung in der nunmehr 19 Stunden andauernden Fahndung nach einem 19-jährigen Verdächtigen im Fall des Anschlags auf den Marathon. Und offenbar herrscht das absolute Chaos. War Zeit, das zu beenden. Staatspolizei und lokale Einheit. Die FBI Geiselhaltung übernimmt. Thank you.
zum Teufel seid ihr? Nein, wir sind vom FBI. Sie können sich jetzt zurückziehen. Wir übernehmen. Das FBI? Boston FBI? Nein, Ma'am, aus Quantico. Und ich bin aus Framingham, Massachusetts, und das ist mein Platz. Und ich werde hier auf keinen Fall verschwinden. Wir sind sehr froh, dass Sie bei uns sind, Ma'am. Victor 44 und Victor 11. Ich hab das Boot. Wir haben das Boot. Wo ist Schussfeld? Wir haben das Boot. Victor 11, Victor 28. Feuert ein paar 40er Blendgranaten. Vielleicht können wir den Kerl damit aufrütteln. Entschuldigung, Ma'am. Hier wird's gleich ziemlich laut. Ist mir doch scheißegal. Gefährlich, wie wir selbst gesehen haben. Er wurde lebend verhaftet. Da muss doch mal richtig sein. Ja, Baby, Sie, Baby, das ist großartig. Die Menschen feiern die Nachricht von der Verhaftung des zweiten Verdächtigen im Fall des Anschlags auf den Boston Marathon. Wir müssen uns bei der Bevölkerung von Boston bedanken für die Hinweise, die und die Informationen, die wir erhalten haben. Außerdem wollen wir uns für das große Verständnis bedanken. Das wir heute tragen, trägt nicht die Aufschrift Red Sox, sondern Boston. Wir wollen Ihnen danken, Bürgermeister Menino, Governor Patrick, dem gesamten Police Department, für die großartige Arbeit, die Sie in der letzten Woche geleistet haben. Das ist unsere Stadt. Und niemand entzieht uns unsere Freiheit. Bleibt stark.
two people took many days and weeks to plan out hate. But love responded in an instant. The bombs went off and wreaked incredible havoc, death, and destruction. But in that immediate instant afterward, people ran toward us. I first heard the term Boston Strong about 2 days into the investigation. And for me, it was emblematic of how tough the city and its residents can be. I'm a true patriot. I really do believe in America. And I think Boston Strong, it just shows that we're going to stand up and defend ourselves. We're not going to take it and be beaten down. We're not going to bother you, but don't come at us because we're going to come back at you. When's the last time you saw crowds of people cheering the police on like that? That brought tears to my eyes. It really did. When we captured him, it was the best feeling in the world. As a police officer, I don't ever remember having a better feeling. It's almost like we just won the war. In the weeks after the bombings, when I had the opportunity to visit many of the most severely injured Boston Marathon bombing survivors, I was absolutely amazed by the strength and resiliency of the human spirit exhibited in these individuals. It was absolutely amazing. I think that day on Wilson Street, the bombers took lives and limbs. They took some of our sense of security, but they took a lot less than they intended, and they gave us back some things they didn't intend us. They gave us a stronger sense of community, of common cause. And I think we've seen that in other examples around the world. When we see the news that another attack has happened in Brussels, Islamabad, Nice, Orlando, San Bernardino, Paris, I think it's important we think about these people around the world not as victims of violence, but ambassadors for peace. I love this city. When we have a challenge, we have a problem, we face it together. We always have hope. Be confident that good will always defeat bad. You know, I have a tremendous amount of optimism and hope for the future. Going forward with Leo, I hope that he views the world with open eyes, lots of questions, and a sense of humor. This has been the absolute worst and lowest time in our lives, as well as the best, as bizarre as that is to say. And not that I don't miss my legs, I miss them every day, but after being the recipients of such incredible care and kindness, the very least I can do is get out of bed and try again and try to make this world a little bit better for somebody else. About 2 years after the bombing, I got a running leg and started to practice with it. But I still didn't know I could get to the finish line until we took the turn onto Boylston. That was the hardest stretch of the race because it was running past the spot where a bomb had gone off and changed our lives, took the lives of three others. Eric Tom Tracy from New York, from Batavia, North Carolina. And here comes Patrick Downs. Patrick Downs, who lost the leg in 2013, asked by his wife, Jessica Kinski.
I fall by the side like a discarded thought or the disfading light. But I know that if I could just see you tonight forever. At times we may fall like we all tend to do, but I'll reach out and find that I've run into you. Your strength is the power that carried me through forever. Talk, I wanted you often, yet you understood. This life is so fleeting, these troubles won't last forever. Inspired me true.